Willkommen Reisende, wir sind wieder in Going Medieval. Wir haben immer noch den Winter, den wir rumkriegen müssen. So, wir werden erstmal... Hier haben wir ja einen Bauauftrag gegeben wegen dem Winter. Nächsten Winter wird das hoffentlich nicht mehr stehen dann. Hier haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir das mit dem Turm machen. Und hier hatte ich mal ein paar angezeichnet zum Erde auffüllen. Werden jetzt mal laufen lassen. Müssen nur gucken, da wir ja genau hier lang gehen, ob wir dann einfach nur hier auffüllen, den Weg. Und bei den Gebäuden nur so Stützpfeiler. Oder ob wir nur bei den Gebäuden Stützpfeiler und hier eine Brücke drüber machen. Weil das Gebiet ab hier hinten müsste, da ist noch groß genug. Bis hier können wir ja bauen. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Und wir sollten sehen, ob wir vielleicht... Ja, hier die fressen. Nämlich ein Viecher fressen uns alles weg. Aber naja, ist eh Tierfutter. Und daher ist das nicht so schlimm. Dafür ist es ja da. So, Eis wird noch produziert. Das ist schon mal schön. Gucken wir mal nach unten. Ah, hier legen wir noch ein... Kellerraum an. Weiß zwar gerade nicht mehr wofür. Was kommt hier rein? Nur rohe Nahrung. Ah, Gerste kommt hier rein, okay. Dann haben wir auch ein Gerstelager. So, und können ja dann nur anzeichnen, aber wie viel Grad haben wir denn hier unten? Minus 3. 0,1 nur. Minus. Okay, nicht so kalt, wie ich es gern hätte. Vielleicht sollten wir das Lager hier kleinern. Das nur auf einer Seite Eis. Hm, super. Ja, gut geklappt. So, dann räumen sie die nämlich weg. Dann kommt hier in die Räume überall ein bisschen Eis. Ah, Eis haben wir echt noch nicht sehr viel. Wie kalt ist es hier? 0,6. So. Dann müsste es ein klein wenig kühler werden, wenn wir den Raum ein bisschen vergrößern, aber nichts reinstellen. Hier hinten dachte ich, machen wir dann eine Tür. Ein bisschen breiter. Und dann hier oben, je nachdem, wo die Küche ist, kommen wir dann raus. Haben wir uns aber von der Küche nach unten. Ah, hier wird noch fleißig gearbeitet. Im Winter lässt sich auch nicht so gut arbeiten und zeichnen. Aber ja nicht sehen, wo was liegt. Wie viel Lehm haben wir denn? Ja, bevor wir hier zubauen, müssen wir noch ein bisschen Lehm mitnehmen. Ja, da haben wir ohne Ende.
Das heißt, hier hinten. Weiß gar nicht. Haben wir nicht einen Auftrag gegeben. Das war gut. Nicht, dass wir noch mehr Erde abbauen. Brauchen wir nämlich gar nicht. Hier haben wir auch nichts in Auftrag gegeben. Gut. Dann haben wir auf jeden Fall genug Erde, um das hier zu schließen. Also hier ist die Mitte scheinbar. Mal wenigstens Kalkstein haben wir denn. So, wir haben Silber, Gold, braucht kein Mensch. Erde. Oh, krass, wir haben gar keinen Kalkstein. Aber wir haben Kalksteinziegel. Ist er eigentlich rot? Noch alle gesund? Haben sogar fast alle gute Laune? Hm. Aber wir haben keinen Kalkstein. Da müssen wir bald, wenn die hier gebaut haben, auf jeden Fall auch Kalkstein noch abbauen. Und während kein Schnee liegt, machen wir kurz auf Pause und zeichnen uns den Weg zum Teil an und mal die Grundmauern, immer nur ein Pfeiler, damit wir schon mal wissen, wie weit wir bauen müssen. Bevor wir die Mauer weiterbauen, bauen wir erst die Gebäude, nicht, dass wir gar nicht genug Kalkstein hier haben. Aber Lehm haben wir mit dem kleinen Feld sehr viel. Das ist gut. Hier haben wir auf Pause. Wie viel haben wir denn davon? 2300. Ja gut, das kann auch auf Pause bleiben. Hier stellen wir Eisenbarren her. Und da auch. Haben wir aber auf Pause, okay. Das Einzige, was wir wirklich brauchen, ist das hier. Noch zwei Tage Winter, also es lohnt auch nicht, den nochmal reinzustellen. Ah, okay, wir können die großen Statuen, die es neu gibt, direkt hier herstellen. Und dann wahrscheinlich auch erst platzieren. Was wird denn hier gelagert? Nahrung, Mahlzeit. Eintöpfe. Hm, mehr nicht. Können wir das ja ändern auf so? Versetzen wir den doch nach drinnen. Bauen noch einen zweiten. Kein Holz. Zweige. Darf hier auch Holz gelagert werden? Ja. Holz darf hier auch gelagert werden. Wir haben nur keins. Super, stehen hier irgendwo Bäume.
So. Hier haben wir ein paar Wölfe. Ach, wir haben immer noch nicht das Lagerfeuer reingestellt. Können wir jetzt mal machen. Vor ein Tempel. Ja, eigentlich auch egal. So, Forschung ist auch verfügbar. Brauchen wir jetzt überhaupt nicht. Bessere Betten. Ja, Leinenstoff haben wir sowieso noch nicht. Kriegen wir aber im nächsten Jahr. Nahrung haltbar machen. Ja, da brauchen wir Leinenstoff. Zum Herstellen. Bauen wir denn an? Johannisbeeren. Johannisbeeren. Gerste. 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 Kohl. Und hier oben noch nichts, weil wir da kein Feld haben. Dann müssen wir auf jeden Fall. Brauchen wir Flachs. Für den Leinenstoff. Hier bekommen wir Heu und Gerste. Üben brauchen wir nicht. Karotten zurzeit auch nicht. Ja. Was fehlt uns noch? Leinenstoff haben wir. Gerste und Heu haben wir. So, Erntephase 8 Tage. Was stand denn dran, wie viel man bekommt? 11 Stoff pro Feld. Denke ich jetzt mal. Steht mir nicht dran. Also es wird pro Quadrat sein hier. Oh, anhalten. Es liegt gerade kein Schnee. So. Ja, und dann. So. Dann fangen wir mit dem Weg an. Muss ich mal schauen, wie ich mir das gedacht hatte. Nee, das kommt wieder weg. Machen hier eine zweite Reihe hin. So. Nee, nee, nee. Also.
machen. Ein Viererreihe so. Machen wir dann eine Dreierreihe so. Ist denn, wenn wir drei auf jede Seite machen? Das ist 6. Und dann 7, 8, 9, 10. Dann von da an. Ach, da ein Balken. Ja, das geht. Ah, sobald hat er einen Gehweg auch abgebrochen. Also, 2. So. Und dann noch 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dann wissen wir wenigstens, wo die Gebäude jetzt anfangen. So. Müssen wir jetzt hier dann beim Klicken Auto speichern. So, aber hier liegt auch noch Kalkstein. Es reicht ja, wenn sie bis da, wo die Mauer, also die Gebäude stehen. Abbauen. Okay. Haben wir jetzt die falsche Reihe abgebrochen? Also abbauen. Nee. Die richtige, ne? So. Dann brechen wir das nämlich bis hier ab. Da ist überall noch Lehm. Das nehmen wir mit. Dann füllen wir es mit Erde auf. Wir nehmen nur die oberste Schicht. Darunter ist zwar auch noch. Aber die oberste Schicht reicht erstmal. Und wenn das hier gebaut ist, müssen wir mal gucken, ob wir das auch richtig gemacht haben. So, wir haben 400 Mahlzeiten. Ja, guck mal, das ist doch schön. Habe ich eingestellt. Ah, haben sie nicht versetzt. Irgendeiner von denen baut. Bergbaugerät schafft Ressourcen. Ja, warte mal hier. Irgendeiner kann das Ding nochmal schnell bauen. Einsamer Reisender. Nicht Handelskarawane. Aber wir wollen mit Außenstehenden gerade nichts zu tun haben. Guck mal, das sieht auch schon mal richtig aus.
wenn hier jetzt wieder um Rand kommt, dann ist der Weg nicht breit genug. Das muss so. Also müssen wir noch einen nach da. Also von da. Ah, ist das schon wieder kein Holzbalken. Doch, reicht. Also es war richtig angeplant. Nur falsch. Falschen Steine benutzt. So. Da fehlt ein Stein. Und wir müssen dran denken, hier kommt noch einer hin. Jetzt fängt es wieder an zu schneien. So. ...191 Kalkstein war dabei. Ja. Wir haben echt super wenig Kalksteinziegel. Aha, umgesetzt müssen wir hier wieder. Das ja. Das Zeug brauchen wir ewig viel. So. Was benutzen die eigentlich? Zweige und Kohle. Der da. Zweige und Kohle. Oh Gott. Der benutzt Holz. Falschen Haken entfernt. So, draußen 100%. Draußen 100%. Gut. Richtig cooles Feature übrigens, dass wir jetzt mit Erde, also Terraforming betreiben können und hier wieder Erde hinsetzen können. So, hier ist die Mitte. 1, 2, 3, 4. Das Leben hier reicht vollkommen aus. Den Weg hier oben brauchen wir ja noch nicht machen. Erstmal fangen wir mit den Gebäuden an, damit sie nächsten Winter alle Gebäude haben und nicht mehr in diesen Holzhütten schlafen müssen. Daher reicht es auch vollkommen. 90 Leben gibt ein Brocken. Also eine Ebene reicht vollkommen aus. Mal gucken. Ja, wir haben 5500 Leben. Wir können zwar einige Gebäude aus dem Ziegel machen, es reicht vollkommen, wenn wir die hier nur die oberste Schicht abtragen und wenn wir brauchen, hier einfach mehr. So, da können wir dann... Können wir nicht, macht keiner fertig den da. Ah, jetzt.
So. Also 1, 2, 3, 4. Dann kommen 3 weitere. Die roten. Und dann 4. Ja, so. Und hier kommt dann die Grundmauer hin. Oh, oh. Stop. Da habe ich die falsche Ebene angeklickt. So. Warum sieht das jetzt aus, als wäre es kaputt? Faszinierende Sache. Gebäude nicht erreichbar, glaubt er wohl selber nicht. So, geht doch jetzt aber gut voran. Ist auch der letzte Tag im Winter. Gut, dann werden sie gleich Frühling, ersten, zweiten oder dritten Tag anbauen. Das ist jetzt aber nicht schlimm, das brauchen wir ja. So. Also. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Und dann kommt hier, ja, haben wir gesagt, die Gebäude hin. Oh, so. Damit wir das auch nicht vergessen. Sehr schön. Aus Kalkstein Ziegeln. So. Steht der richtig? Ja. Da beginnt unsere Stadt auf der Höhe. Haben wir vorne jetzt doch viel Platz, aber man hat, kann ja dann hier einfach einen Weg, nur ein bisschen. Und mal sehen, wir können ja dann noch Farmen anlegen, wenn wir wollen, für die Tiere. Können wir ja hier entlang der Mauer machen. Gar kein Problem. So, haben wir überhaupt dafür noch Kalkstein? 51 Kalkstein. War wohl nicht viel dabei. Jetzt gehen sie halt anpflanzen. Kann man nichts machen. Frühling. Rein theoretisch. Ach, hier habe ich auch ein Flachsfeld hingebaut. Kannst du mal sehen. Ich hatte es mir schon gedacht. Gut, Flachs haben wir genug, aber... Da sie jetzt anpflanzen, machen wir das hier oben fertig. Dann kann hier noch ein Gerstenfeld hin. So. Die Gerste brauchen wir zum Brauen ohne Ende. Und das braucht auch sehr lange zum Wachsen. Ja, mal gucken. Maximaler Ertrag nach 14 Tagen. Lachs für Stoff braucht zum Beispiel nur 8. Oh, Johannisbeeren brauchen auch 19 Tage. Aber gut, da haben wir jetzt hier ohne Ende. Ah, da ist er fleißig am Arbeiten, Mann. Und kein Holz. Ah. Oh, cool. Hier ist Kalkstein. So. Wir haben keine Bäume. Ganz prima. Einmal die Bäume.
Bäume. Brauchen wir auf unserem Gebiet mal gar nicht. Können wir ja zum Glück hier auch Bäume anpflanzen. Da machen wir hier so einen Eingangsbereich irgendwie. Und hier in der Stadt dann ein paar. Weiß noch nicht, ob wir in der Stadt vielleicht Apfelbäume. Das muss man einfach mal sehen. Kann man ja wenn fällen und austauschen. Oh, unsere Grundwand steht. Damit wir alles ausmessen können. So, sehr schön. Eine Handelskarawane. Haben wir schon so ein Hegemarker, Weidentor. Ein Schild. Ist ja cool. Ein Grab, Banner. Nein, sieht nicht so aus, als hätten wir so einen Marker, dass die sich, damit die genau hier stehen, wo wir das wollen. Aber meist kommen die ja eh hier hin, also. Und da sie dann auch so blau leuchten, können wir wenigstens gucken, was sie haben. Ist ja nicht verkehrt. Man sieht manchmal sehr schlecht, ist die richtige. So. Da ist der Händler. Wer hat denn hier Redekunst? Guck mal, der hat 2 Sterne. Der kann das ruhig mal machen. Verzeihung. Ein bisschen erkältet. Einfach, wo will er langlaufen? So. Kann ein bisschen was tragen, also können wir ihn diesmal. Ja, wir können ihn diesmal dem Esel abkaufen. Will er Essig haben? Auch scheint so. Wir haben zwar gerade 880, voll cool. Was sagen kann, da war ja das behalten war. Obwohl der gibt 13 Gold. Lachs haben wir. Mal Eisenklumpen. Nichts wert. Erde. Nichts wert. Aber würde er kaufen. Eisenbahn, ja, nee, die brauchen wir. Guck mal, Eichensetzlinge kann alle haben. Cool. Die werden uns zwar gerade angezeigt, aber bekommt mal alle bis auf 3. Dass wir nämlich einen behalten müssen. Wie können wir das genauso machen? Apfelbaum, die behalten wir direkt. Die kann er uns auch mal alle geben, die hat. So, die darf er auch haben. Gefüllte Eier hat er. Naja, 20 Gerste. Gold, nichts wert. Goldbarren dagegen wäre gut was wert. Also kann man später umbauen. Er hätte einen fertigen Herd. Braucht man nicht bauen. Ah. Aber wir haben noch keine Küche. Jetzt eine Falle. Brauchen wir nicht. Die Hunde gehören uns. Er hat Kalksteinziegel. Ja, die wollen wir natürlich alle haben. Dafür können wir ihm geben. Ja, was denn? So. Wir könnten ihm ein bisschen Kohl geben. Oder halt einfach alle coolen Samen. Aber haben wir immer noch Minus.
Ja, dann müssen wir ihm halt noch ein bisschen Kohl geben. So, dass er es noch tragen kann. Mal ein klein bisschen Plus machen. Machen wir so, das reicht. Kriegen wir jetzt wenigstens einen Esel und ein bisschen Kalksteinziegel und Apfelbaum. So. 7 ist die Ausrichtung gestiegen. Der hatte wenigstens ein bisschen was dabei, was wir gebrauchen konnten. So. Hier müssen wir jetzt Erde hinfüllen. Und dann messen wir in der Reihe hier aus, wie groß die Gebäude sind. Der erste Tag im Frühling ist jetzt beendet, gleich. Jetzt. Gut. Haben Sie ein bisschen, ja, guck mal. Haben gut was angepflanzt. Also hier haben wir überall Flachs und hier auch. Ja, da kriegen wir bestimmt gut Stoff zusammen, den wir noch nirgends lagern können. Haben Sie hier unten eigentlich auch? Ja, haben Sie auch. Und zwar kommt dahin ein Balken. Nee, warte mal. Das ist irgendwie falsch. So sollte das. Genau. Den Balken so setze, wie ich das gern hätte. Wir haben das. Ah, hier ist überall. Sehr hoch. Die haben das Eis nicht umtransportiert. Was ist das Lager? Simulantien. Zutatenfermentierung. Simulantien. Weil eigentlich sollte das Eis, das auf dieser Seite hier liegt, ja dann umtransportiert werden. Welches denn hier? 0,1 Grad und wir haben erst Frühling. Wie warm ist denn jetzt hier? 2,3 Grad, bitte mal wärmer. Echt die Eisblöcke. Das zieht nicht. Kälte zieht nicht in die Bäume. Oh. Hier ist trotz Eisblöcke auch nur 1 Grad. Schätzungsweise auch ein bisschen voll das Lager. Nee, nichts Samen hier. Einfach geht auch nicht. Leider gibt es da keinen Hotkey für. Oder so machen. Nicht, dass hier diese ganzen Samen brauchen wir ja sowieso nicht. Weil wir ja ohne spielen zum Glück. Bräuchte man noch mehr Lager. Wichtig ist aber erstmal oben. Genug Nahrung passt hier erstmal rein. Also brauchen wir auch nicht mehr Lagerplätze zurzeit. Später, wenn wir die Küche haben und alles, dann kann man das machen.
Dann werden wir die auch nur hier, den Teil lassen wir so und vorne an der Küche dann noch ein zweites Lager. Auch so diese Größe hier. Also die Gesamtgröße. Das mit dem Eis ist natürlich... Ist denn da so warm? Ich weiß leider auch nicht, ob es gut ist, wenn der Eisblock auf dem Fußboden liegt. Naja. Genug Nahrung haben wir, Bären auch. So, jetzt müssen wir hier aber wieder einstellen, kochen. Mahlzeit, jo, Mahlzeit. Ja, war ja mal voll falsch. So. Also, hier haben sie jetzt Pferd. Autospeichern schön gut, dann vergisst man es wenigstens nicht. So. Hier noch schnell ein bisschen Weg. Ups, so. So. Und so. Ein, also zwei. Fünf. Naja, wir brauchen eh den ganzen Platz bis hier rüber. Aber es reicht da, wo die Wände stehen. Das können sie später auffüllen. Obwohl, naja, wenn sie schon dabei sind. Und Erde haben wir ja zurzeit genug. Würde ich sagen, reicht das für heute erstmal. Aber ich hatte hier, um zu sehen, wie es aussieht, eine Zinne befestigt und keine überstehende, sondern eine direkt drauf. Immerhin ist ja hier der Aufgang. Und hier ist noch ein bisschen Platz, also nicht, dass ich einer freilichen Tod stürze hier 2 Meter. Und optisch, ja, es sieht jetzt nicht so schlimm aus. Wenn wir können hier auch einfach einen Block hinsetzen, später ist er auch nicht die Arbeit. Was haben wir denn hier? Wir haben kein Fleisch, ist mir schon klar. So, haben kein Fleisch, aber wenn wir welches haben, können sie es direkt schlachten. Warte mal, hier hatten wir doch. Irgendwelche haben wir eingestellt. Oh, gar keine. Oh, das ist jetzt aber gar nicht gut. Kriegen wir ja Wachs raus und Honig, aus dem wir Honigmet machen können. Wir machen nur die eine Reihe hier, ja, sonst sieht man ja, sind die nur damit beschäftigt. Das müsste, wenn jeder hier 100 macht. Also bis wir halt immer 100 haben. Fraglich, wie viel einmal produziert. Sehen wir ja dann. Können wir auch ein paar wieder abreißen. So. Oh, hier oben haben sie auch schon gebaut. Dann einmal Pause. Brauchen Gerste. Hier kommt ja gar keine Treppe mehr hoch, ne? Können wir ja so machen. Ah, interessant.
Nein, 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 nein. Ach, und ich habe mir mal die Mühe gemacht. Ich habe hier außen, habe ich die abgerundet. Wollte mal sehen, ob das schick aussieht. Und scheinbar tut's das. Kann euch das gleich ohne Baumenü nochmal zeigen. Hier außen, die habe ich abgerundet. Innen die Stützpfeiler nicht. Aber hier außen. Den da müssen wir noch. So. Schon irgendwie cool aus. Ganz rund können wir auch machen, aber dann sieht das auch mit der Statik wieder nicht so toll aus. Und ich musste für die Träger hier einen Holzboden einziehen, da der ja 2 hoch ist, aber zum Glück können sie den von unten auf Fußböden abreißen. Ja, hört mal, was macht der denn? Nee. Das brauchen wir jetzt aber nicht abgerissen hier. Noch ein oben? Nein. Gut. Aber den hier müssen wir noch. So. Kein vergessen? Nein. Gut. Das ist das Einfachste als Stützkonstruktion. Einfach eine Treppe. Hier so rum ein paar Holzpaneele. Dann können sie die Torbögen auch auf der zweiten Höhe bauen. Weil die bauen sie nur von unten, nicht von oben. So, haben wir auch schön Honig am Machen. Felder. Bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen. Wir konnten ja schon den hier anzeichnen, weit die Stadt werden soll. Also der Hauptgang. Also schön pompös hier so. Weil wenn, dann machen wir es direkt richtig. Dauert dafür ein bisschen länger, aber jetzt kann man erahnen, wie breit die Stadt wird. Also der Hauptgang der Stadt zum Palast hin. Wohl, Palast, naja. Alle, was auch immer. Den Namen dafür suchen wir uns dann noch aus. So. Mit dem Anblick der Bienen verabschiede ich mich für heute und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann.